Hey, ich bitte euch also herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen jetzt Jisatsu von Chiller's Art. Ja, ihr kennt es, ihr liebt es. Ist schon eine Weile draußen. Mittlerweile gibt es schon zwei neue Chiller's Art Games, die ich noch nicht gespielt habe. Das will ich jetzt ab jetzt nachholen. Und wir fangen mit diesem Spiel an, das sich wohl etwas unterscheiden soll im Vergleich zu den bisherigen Chiller's Art Spielen. Wir werden mal sehen. Wir haben wieder Sprache Deutsch, das ist sehr schön. Geht ungefähr eine Stunde. Und wir sagen ein neues Spiel. Okay, WASD, Escape, C zum Ducken. Okay, und linke Maustaste und rechte Maustaste, um was zu rein zu zoomen und zu klicken. Sehr schön. Hey, haben Sie schon ein neues Projekt in Angriff genommen? Fragt der Chef. Ja, es gibt denn da zu überlegen, Sie haben mich schon verstanden. Wir sind nur ein kleines Filmunternehmen. Neue Ideen zu haben, ist für uns überlebenswichtig. Das verstehen Sie doch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Sie sind doch jung. Benutzen Sie Ihre Beine. Bleiben Sie auf dem Laufenden, was populär und angesagt ist? Nein. Ich habe gehört, heutzutage soll es beliebt sein, bei Mutproben verlassene Gebäude zu erkunden. Es gibt ein Haus in der Präfektur, Da sollen wohl seltsame Sachen vor sich gehen. Ein Moment, soll ich da etwa alleine dorthin gehen? Wer denn sonst? Denken Sie dran, Ihre Kamera mitzunehmen. Und kommen Sie erst wieder, wenn Sie was Interessantes gefilmt haben. Soweit die tiefgreifende Story. Wir müssen was filmen. Ich weiß nicht, was für ein Chef das ist oder was für eine Firma. Filmproduzentenfirma, die komische Filme drehen. Ja, keine Ahnung. Oh, was war das? Ah ja. Okay. Ah ja. Okay. Ja, schauen wir mal. Keine Ahnung, was das ist. Scheiß Taube. Keine Ahnung, was das für ein verlassenes Gebäude ist. Scheint eine Garage zu sein oder so. Sieht alles recht merkwürdig aus. Merkwürdig, merkwürdig. Okay, so können wir reinzoomen. Hallo. Ja, noch dunkler hätten sie es aber nicht machen können, ey. Ich gehe mal in die Richtung. Hier geht's irgendwie hoch. Das Haus kommt mir doch bekannt vor. Das Haus kommt mir doch echt bekannt vor. Das ist wie mit diesem, wo man Pfleger war. Oder Pflegerin und diesen Opa pflegen musste. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, warum das immer so ruckelt zwischendurch. Oh, eine Tür. Woher sehe ich denn überhaupt, was ich anklicken kann, was nicht? Ja, die ist schon mal zu. Die Dinge kann man auch aufmachen. Eine Küche. Oh, was kann ich hier machen? Wasser zudrehen, genau. Ist ja auch Verschwendung. Ah, es hört sich an, als ob oben einer rumrennt. Oh, was ist das? Fernbedienung? Oh.
Viel Zeug liegt hier aber rum. Wir müssen irgendwie nach oben, glaube ich. Oh, das ist mit dem Licht ist schon ein bisschen nervig, dass das so vorangeht quasi. Na gut. Okay, ich muss die Treppe wieder finden. Hallo? Ist jemand da? Also hier kann ich nichts aufmachen. Und auch sonst scheint es hier nicht weiter zu gehen. Oder weiter hoch zu gehen. Okay. Oh, Pippi! Du auch hier! Ah, hier ist noch eine Tür. Ah, mit Schloss. Okay. Müssen wir einen Schlüssel finden? Scheinbar schon. Schicke Schuhe. Einen Schlüssel also finden. Mal sehen. Vielleicht war ja in der Küche ein Schlüssel und ich habe ihn nur übersehen. Gut möglich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aufmachen können wir hier auch nichts. Wie sieht es denn hier aus? Ah ja. Ah, hier ist was. Ein Zeitungsartikel. Aha. Aha. Okay. Sagt mir leider gar nichts. Ah, eine Videokassette. Gut. Oh, Videorekorder. Alles klar. Okay, ein bisschen Fernsehen gucken. Zwei Verstorbene. Hier wird gebetet. Die Gesichter kann man nicht erkennen. Wir sind jetzt im Video. Ist das derselbe Raum? Ah, wir können hier raus. Okay. Das scheint dasselbe Haus zu sein. Was? Okay, da darf ich anscheinend nicht lang. Nehmen wir mal einen anderen Weg. Vielleicht die... Was soll ich denn tun? Hier rechts rum. Hier rein. Ah, hier rein. Okay. Hier gibt es irgendwas hier in der Mitte. Ein Vogel. Ich höre einen Vogel. Kanarienvogel. Ein Bett. Was soll ich denn hier tun? Ah, warte, hier geht die Treppe hoch. Kann ich hier irgendwie raus? Ich verstehe es nicht. Ah. Was ist das? Toter Vogel? Ein toter Vogel im Schrank. Okay. Den beerdige ich jetzt. Okay, ich grab ein Loch. Gut. Graben wir mal weiter.
Rein mit dem Vogel. Kann ich ja noch, kann ich Stein drüber machen? Grabstein oder so? Hallo? Ich soll in die Richtung gehen, okay. Hier beten die wieder. Man muss schon sagen, es ist schon anders als die anderen Chillers Arts Games. Ah, da beten sie. Und hier ist dieses Klimbim-Ding. Ach, ist ein Wäscheständer. Ein Wäscheständer. Okay. Ich soll hier was machen. Da sieht man jetzt die Gesichter. Nee, sind doch ver... Komm ich hier wieder irgendwie rein? Hä, ich verstehe nicht, was ich hier tun soll. Was soll ich hier tun? Was stimmt mit den Flaschen nicht? So. Ich bin wieder beim Vogel. Hä? Ich verstehe es nicht. Was soll ich jetzt in die Richtung gehen? Ein Urinal. Ah, ist eine Leiter? Nee, ist keine Leiter. Was soll ich denn hier hinterm Haus? Ich verstehe es nicht. Soll ich schon irgendwie in das Haus gehen? Ah, da ist eine Tür. Okay. Ein Loch. Sei gegrüßt. Ich komme um vor Hunger. Hast du etwas zu essen? Dieser Duft. Was? Was ist das für ein Achievement, die mir gekriegt? Der Geruch des Todes. Bring es her. Hier ist einfach ein Loch im Schuppen, das mit mir redet und will was zu essen haben. Okay, ich muss wahrscheinlich den Vogel holen. Naja. Die hätten das Spiel definitiv noch eine Ecke dunkler machen können. Finde ich. Da hätte man noch weniger gesehen. So, hier. Vogel rein. wie das einfach schmatzt. Okay. Das ist doch der Ort aus dem Video. Da scheint was zu sein. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt raus und versuche das Loch zu füttern. Hier ist noch so ein Schrein. Okay, müssen wir mal gucken, wie wir wieder hier rauskommen. Also hier ist... okay, hallo? Ja?
Bleib mal da stehen. Ich versuche mal zu dir zu kommen. Oh. Da habe ich mich wohl verguckt. Es war anscheinend nur ein Mantel. Oh, ein Klavier, ein Klavier. Schade, man kann es nicht spielen. Okay. Wie komme ich hier raus? Ich glaube hier. Ah, hier ist der Schuppen. Hallo Loch. Okay, ich habe auf jeden Fall das Loch gefunden. Was gibt's hier hinten noch? Sitzt da einer? Das ist dieser Bär. Ist wieder der Eingang. Der stand doch gerade eben nicht hier. Warte, muss ich jetzt vielleicht... Püppi war auch oben das letzte Mal. Muss ich jetzt vielleicht doch wieder hochgehen? Nee, da ist Pippi. Da ist zu. Vielleicht muss ich auch in diesem Schrank nach dem Vogel suchen oder so. Habe ich irgendwie... Ich habe keine Aufgabe, ne? Nichts, was ich irgendwie tun muss. Was, das war in diesem... Hier war das doch. Hier war dieser Schrank. Da ist aber kein... Oh doch, warte, wir können es ducken. Kein Vogel drin. Okay, da geht's auch raus. Überall dieses Spray, ey. Noch mehr. Schlafdinger. Da ist Pippi. Ich muss den Schlüssel finden. Hier oben. Hier ist noch eine Tür. Und noch eine Tür. Was soll das für ein Raum sein? Begehbarer Kleiderschrank? Vielleicht sollten wir mal dahin, wo der Vogel beerdigt war. Also erstmal rausgehen, rausgehen. Rausgehen ist gar nicht so einfach. Wenn man nicht mal weiß, wo der Ausgang ist. Hier ist der Ausgang. Zumindest in den Garten. Hier war dieses Loch, aber das Loch redet ja nicht mit mir. Warum redet das Loch nicht mit mir?
Da ist zumindest die Shuffle. Oh, das nächste Videotape. Ja, hallo. Ein Glück war da keiner unterm Dingens. Okay. Diese merkwürdigen... Merkwürdigen Achievements machen mir irgendwie Sorgen. Ah, wir müssen uns anscheinend von Videokassette zu Videokassette hangeln erstmal. Ich jetzt noch wüsste, wo das Videogerät war. Hier. Ach, da steht immer, wo das nächste Video ist. Ah, alles klar. Ah, cool. Coole Sache. Hol mir den Kopf des Karpfens. Oh. Okay. Welcher Karpfen? Ich werde mein Bestes geben, das Loch zufriedenzustellen. Oh, hier? Ach, ich muss angeln. Zack. Okay. Wie auch immer, ich hab den Karpfen. Begehre nicht den Leib des Fisches. Trenne den Kopf ab und bring ihn just zu mir. Vermagst du es nicht, dies selbst zu tun? Dann finde jemanden, der es kann. Okay. Schau in meiner Küche. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die ist, ey. Aber irgendwo habe ich sie gesehen. Irgendwo haben wir eine Küche. Hier weiß man auch nie, was sind Türen und was sind Verkleidungen. Ah. Was ist los? Was hast du da? Willst du etwa, dass ich ihm den Kopf abschneide? Komm damit nicht näher. Geh und schmeiß ihn weg. Was sind das für Eltern? Oh, sind wir hier? Eine Säge. Heimlich trenne ich den Kopf selber ab. So, ein sehr stabiler Fisch, du. So, alles klar. Ich hab den Kopf. Da begehrte er wohl schon einige Fische, wie? Oha. Ich muss wieder gucken, wie ich hier rauskomme.
Das ist immer die größte Hürde. Ab mit dem Kopf. Okay, das nächste Video finden wir wo? Irgendwo, wo Pippi ist. Mit so... Das könnte hier unten sein. Na, hier war es auf jeden Fall nicht. Wo war die denn noch? Warte mal. Mal irgendwo im Schrank, bei dem anderen Eingang. War auch noch ein Pippi. Ja, hier war nur das Badezimmer. Hier irgendwo. Ne, das ist die Küche. Das ist die Küche. Ah, hier. Das könnte irgendwo hier drin sein. Hä? Wo ist Pippi? Hä? Bin ich jetzt doof? Da steht sie doch. Aber falscher Pippi-Raum. Es gibt noch einen Pippi-Raum. Aber war es doch oben? Okay. Der war es schon mal nicht. Der ist immer noch zu. Oh, wo ist denn noch ein Pipi-Raum? Ich kann es nicht auseinanderhalten. Ah, warte, hier ist so eine Gardine. Ist auch noch so ein Gardinenzeug. War es vielleicht draußen? Ne, draußen war das auch nicht. Jetzt gedacht, hier irgendwo. Warte mal, nee. Das draußen. Gott, ist das verwirrend hier. Hier schmatzt doch was. Hier muss das irgendwo sein. Da. Was war da? Da war ein Bein oder so? Was? Thank you.
Okay. Strange. Sehr strange. Okay, warte, ich muss zum Videoraum. Lässt du mich vorbei? Hä? Hä? Doch, hier hören. So, warte. Hier muss er sein, oder? Nee, ein weiter. War das letztens schon abgesperrt? Ah, wo ist der scheiß Videoraum? Oh! Oh! Was? Hier ist der Videoraum. Okay. Was soll ich hier tun? Die Mutter beobachten? Okay, warte. Sie ist tot! Oh no! Hat der die umgebracht oder der Vater? Diese Puppe. Schmücke sie mit einer Locke von Großmutters Haar und bringe sie zu mir. Okay. Ach, das sind die Großeltern. Nicht die Eltern. Ach, dann sind wahrscheinlich die Eltern gestorben. Das waren die zwei Toten am Anfang. Aber wo ist jetzt Großmutter? Großmutter. Sind das vielleicht die Minuten? Wie lange ich schon spiele? Da ist sie. Es ist, ja, es ist Großmutter. Okay. Ach, er betet jetzt auch. Alles cool, oder? Da hier, guten Hunger. Okay, ich muss die Puppe.
Muss ich die richtige Puppe finden? Gibt es da mehrere Puppen von? Okay. Begeben wir uns mal auf die Suche. Ob wir noch eine Puppe finden hier irgendwo. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, so eine schon mal gesehen zu haben. Da ist noch eine. Ist aber auch die falsche. Ist das oben? Okay. Aha. Okay. Oben ist bestimmt auch noch eine. Wie sieht's aus? Oben ist keine. Die hatten wir schon. Die ist bestimmt am Loch, oder? Sie steht neben dem Loch. Was zum... Okay, ich darf hier nicht raus. Ich muss im Haus suchen. Habe ich das richtig verstanden? Ah, da ist noch was. Hier im Schrank. Noch irgendwo. Okay. Ich habe jetzt alle Puppen gefunden, oder? Oder was fehlt noch? Ich kann immer nicht raus. Vorne. Ist immer noch zu. Wie sieht's denn hier drin aus? War hier auch noch eine... Ne, die hatten wir schon.
Das ist der Fernsehraum. Hier oben. Jetzt nochmal oben gucken. Können immer noch nicht raus. Ach, da oben. Okay, Schlüssel. Sehr gut. Der kann ja nur für oben sein. Jetzt noch die Treppe finden. Ich weiß nicht mehr, wo war sie? Hier irgendwo? Hier ist doch der Eingangsbereich. Hier, da? Nein? Oh Gott. Hier. Oh, jetzt wäre aber gespannt, du. Hallo? Oh. Viele Puppen. Das nächste Tape. Die Puppen haben Augen. Hallo? Da ist eine große Puppe. Ein Video und ein Schlüssel. Schlüssel für die Tür vorne. Okay. Also hier bin ich rausgekommen, ne? Pippi steht jetzt hier. Nee, Pippi stand da schon immer. Hier muss ich runter. Oh, es ist sehr dark. Und definitiv anders als die anderen. Das Art später. Oh, ist er ins Loch gekrabbelt? Okay, welcher Raum ist das? Hier ist ein Loch drunter. Großvater hat sein Leben ausgehaucht. Es scheint, als hätte er während eines Bades sein Ende gefunden. Gerade noch rechtzeitig. Zieh seine Fingernägel heraus und bringe sie mir. Holy shit! Okay, wo ist das Bad? Da ist dieses scheiß Loch. War das das Bad? Ach, das Klo! Das war mal das Klo! Das ergibt natürlich Sinn. Dass da jetzt einfach nur ein leerer Raum ist. Okay, warte. Also wenn wir reinkommen, links ist direkt dieses Loch. Ist vielleicht nochmal wichtig. Genau, mach Tür zu. Wo war das Badezimmer? Wo war das Badezimmer?
scheinbar sehr weit weg vom Klo. Das hier könnte es... Nee, das... Der Haupteingang. Das ist die Küche. Okay, ja, 42. Okay, hier ist das Bad. Da ist der Opa. Okay. Gut, dass die... Knipp. Ah. Okay. Alle fünf? Knipp. Schön. Noch einer? Oh, die Geräusche. Und noch den Daumen. Klar. Dann bringen wir dem Loch mal, was das Loch will. Kann auch vorne raus, oder? Leider nein, leider gar nicht. Los. Digga. Ah, wir müssen ins Bad. Da finden wir das nächste Tape. Jetzt noch wüsste, wo das Bad ist. Naja. Glücksfund. Natürlich. Eine Wanne voll Blut. Was auch sonst. Ich habe nichts anderes erwartet. Hatte ich nicht noch einen Schlüssel dabei? Ach nö. Was jetzt schon wieder? Lass mich doch. Ich wusste, da steht einer hinter mir. Nee, ist die Küche. Wo war denn hier? War der TV-Room. Wo ist der Fernseher hin? Verarschen? Hat der Geist mir den Fernseher weggenommen? Oh, bin ich doof. Vielleicht oben.
Aber der stand doch hier, neben den Bären, oder? Da stand der Fernseher, oder? Ihr könnt, hier, bei roter Tisch. Ihr könnt's doch bezeugen, oder? Ja, kann ja nur oben sein, oder? Oder im Klo. Küche ist er auch nicht. Mich nur versichern. Einmal waren wir ja schon oben. Hier geht's hoch. Ah, fühlt sich echt unwohl, ne? Hier gibt's auch keinen Fit. Was soll ich denn jetzt mit dem... Was soll ich denn jetzt mit der Kassette, wenn da kein Fernseher ist? Ah, bestimmt in diesem einen Raum, wo das Loch ist, oder? Warte mal. Wo war der Raum? Hier irgendwo? Nee, warte, das war im Eingang und dann links. Da ist der Haupt... Aber nicht der Haupteingang, sondern dieser Seiteneingang. Hier drunter, oder? Warum sind hier so viele Äpfel? Oh, das Loch. Hier ist das Loch, deswegen. Wir müssen ins Loch steigen. Ist da unten jetzt vielleicht der Videorekorder? Eine Höhle. Geht ein Kabel her. Ein Stromkabel. Folgen wir mal dem Kabel. Die Gräber! Ist schon cool gemacht. Dreh alle Kreuze im Domizil um. Okay. Haus meint er wohl. Ich will so eine Suchaktion, aber woher weiß ich denn, wo Kreuze waren, ey? Da wäre schon Probleme damit. Waren oben vielleicht noch welche? Ich guck erstmal unten.
Der Rabe ist wieder da. Zuerst mal so viele Kreuze finden. Im Klo, tatsächlich. In der Küche. Da kommen wir nicht rein. Hallo? Ah, guck mal. Zeig dir mit den Weg. Ich muss bestimmt nach oben, oder? Ich weiß nicht, ob oben auch noch welche waren. Könnte ich mir aber vorstellen. Ah ja. Guck mich nicht so an. Was das? Na, hier war schon eins. Da hinten. Na, im Flur. Noch was? Hier drin? Hier war doch keins, oder? Doch hier, hier oben. Ziemlich viele Kreuze. Jetzt bestimmt in der Küche. Da hinten. Okay. Was muss ich jetzt tun? Oh, hier geht eine Treppe hoch. Ach, das ist das Loch. Das ist wahrscheinlich das Loch im Flur. Jetzt sag nicht, ich muss auch die Scha...
Sag nicht, ich muss auch die Kreuzer rumdrehen. Achso, hochklettern? Hallo? Ist zu? Hallo? Ich hänge. Oh. Das sieht ja nicht so gut aus. Ich glaube, ich bin hängen geblieben. Moment. So, zum Glück konnten wir wieder laden hier. Also wir sind hier rausgekommen. Und wir dürfen nicht die Leiter hochklettern. Das ist schon mal kacke. Aber was müssen wir dann machen? Versuch's gleich nochmal. Vielleicht war es einfach nur irgendein Bug. Ich guck mal, was es noch hier unten gibt, aber ich glaube, eine andere Möglichkeit haben wir nicht, oder? Hier ist diese Steintreppe. Warte mal, geduckt. Da ist definitiv dieses Loch. Das Loch im Klo. Und hier ist nur der Fernseher. Ich verstehe es nicht. Okay, ich versuche nochmal die Leiter hoch. Das andere ergibt da irgendwie nicht Sinn hier. Aber bleibt doch mal hier hängen. Okay, es war kein Bug. Wir müssen in den Zwischenraum. Wir kriechen jetzt. Ist das das Ding? Okay. Okay. Ah. Also wir müssen nochmal flüchten. Wahrscheinlich zum Auto. Weg von dem... Muss ich durchs Haus flüstern? Oh, flüstern. Flüchten. Oh Gott, ey. Warum muss es noch immer so eine Verfolgungsszene am Ende geben? Vor allem muss ich dann immer wieder hier diesen Weg gehen. Das ist jetzt wieder so typisch Chillers Art. Das ist wieder typisch jetzt. Einfach typisch. Ist das der Junge? Ist das der? Der hier vorher gelebt hat? Hat er die ganze Zeit da unten gelebt?
Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich einmal durchs Haus, ne? Geht nicht. Ich weiß es nicht. Oh, das ist ja ätzend, dass wir jetzt immer wieder hier starten müssen. Ich versuche mal gleich links rum zu gehen, weil rechts kommen wir nur wieder zum Loch. Aber was ist das für ein Typ? Der hat einen Bart irgendwie, aber es müsste der Junge sein, der vielleicht schon ewig hier lebt. Wie viele Achievements es wohl gibt? Wo der Ausgang war. Bye bye. Ah, da ist der Ausgang, hoffentlich. B? Ach so, B. Wir müssen fahren. Okay. Wir fahren weg, steht eklig auf der Straße. Und dann ist Ende. Wetten? Gute japanische Horrorgames enden so. Oder wir fahren hier über das... Weißt du? Weil wir so schnell fahren. Außer Weg kann ich hier nichts machen. Da liegt was auf der Straße. Ein Holzklotz. Was ist das für ein Ende, ey? Das war so klar, oder? Aber schicke Lederjacke. Das muss man schon sagen. Er hat ihn sich geholt. Oh, okay, wir sind im Badezimmer. Guckt er jetzt noch runter?
hol es für mich herbei. Eine letzte Mahlzeit. Hier noch her. Bitte schön. Das war Jisatsu. Ich weiß gar nicht, was das heißt. War auf jeden Fall mal ein anderes Spiel. War ein bisschen darker, ein bisschen was anderes. Hat mir ganz gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Und demnächst gibt es dann das zweite Chillers Arts Game, das ich in der letzten Zeit verpasst habe zu spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Haut rein. Ciao. Oh, warte. Untergeordneter, ganz schön gruseliges Filmmaterial. Naja, so gut ist es nicht, sagt der Chef. Wissen Sie, von wem es ist? Keine Ahnung, es wurde uns zugesendet.
Vielleicht ist es von dem Kerl, der in letzter Zeit nicht zur Arbeit gekommen ist. Ah, so kann man, ne? Könnte sein. Kann mich nicht dran erinnern, ihn losgeschickt zu haben. Aber warum schickt er es ins Büro? Er sollte es doch direkt zu mir bringen. Aber das am Ende. Nachdem er im Haus gefilmt hat, ist er nicht mehr ins Büro zurückgekehrt. Oh nein, nein, wovon reden Sie denn da? Fake, das Material ist bestimmt überarbeitet, nur ein Fake. Es ist cool, dass es auch Fake heißt. Fake, yo. So was macht man nicht. Sie haben recht. Mein Fehler. Ich hoffe, er taucht bald wieder zur Arbeit auf. Das ist das Wichtigste, dass man zur Arbeit kommt. Wichtigste. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss zur Toilette. Oh. Bitte beeilen Sie sich, damit wir das nächste Projekt planen können. Was? Jetzt sag nicht noch ein letztes Tape. Was können wir jetzt tun? Oh mein Gott. Hallo? Untergeordneter? Sind Sie da? Wer hat's vorbeigebracht? Okay. Ja, das war's jetzt aber wirklich. Jisatsu. Er schreit ja nach einem zweiten Teil, oder? Nach einem Nachfolger. Obwohl, der war ja jetzt auch tot. Ja, aber er braucht natürlich auch neues Futter fürs Loch, ne? Ist natürlich klar. Okay, das war's dann jetzt wirklich. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.